Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn. Auch bei der Frage der Aufklärung geht es um Ihr Gehirn. Das möchte ich versuchen, Ihnen zu zeigen. Obgleich es zu sein scheint, dass es bei Aufklärung doch um Philosophie, um Kulturkritik, um Geisteswissenschaft geht. Also nicht um, ja, Ergebnisse der Gehirnforschung. Aber vielleicht stimmt das ja nicht. Zunächst einmal kann man sich fragen, Aufklärung, das war so eine Bewegung vor 200-300 Jahren gesellschaftlich, aber Aufklärung meint ja auch uns selber. Wir sind aufgeklärte Wesen, wenn wir über uns selbst Bescheid wissen. Und seit Kant lautet das Motto der Aufklärung, selber denken. Verlass dich nicht auf Märchen und Mythen, auf Geister und Götter, sondern nein, du bist es, der rauskriegt, was das Ganze soll, was du sollst und worum es eigentlich im Leben geht. Wir Menschen haben offensichtlich die Neigung, sozusagen in die Dinge Sachen hineinzugeheimsen, die nicht drin sind. Es wäre eine ganz eigene Frage, warum das so ist. Aber ganz offensichtlich sind Gehirne entstanden, dass sie nicht nur optimal die Realität abbilden. Wer auf dem Ast, wer den nicht richtig erkennt, auf dem er sitzt oder auf dem er, zu dem er hinspringt und da runterfiel und daneben gegriffen hat, der hat eigentlich nicht überlebt. Und wer immer an Sachen geglaubt hat, die gar nicht da sind, der sollte eigentlich auch nicht überlebt haben. Trotzdem ist unser Glaube an alles Mögliche tief in uns drin. Über 80% der Weltbevölkerung ist religiös, fast 90%. Und man fragt sich, wie konnte das entstehen, dass das so in uns drin steckt, unabhängig von den Inhalten? Es ist aber drin. Das ist zunächst mal Fakt. Und es ist auch Fakt, dass Menschen eine gewisse Gegenbewegung in sich tragen, nämlich sich immer besser verstehen wollen, sich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden geben. Der Baumgeist fährt in mich rein und fährt wieder raus. Das kann man sagen. Ich bekomme eine seelische Erkrankung, die diesen und jenen molekularen Mechanismus hat, sodass man auch besser behandeln kann. Ist was anderes und so kann man sich heute verhalten und wir können deswegen heute, das kann ich Ihnen als Psychiater schriftlich geben, besser mit seelischen Störungen umgehen als zum Beispiel vor 100 oder gar vor 200 Jahren. Menschengehirne bringen also Eigenartigkeiten hervor und gleichzeitig denken sie bewusst nach, versuchen die Dinge klar zu kriegen, denken selber nach und ja, versuchen die Welt und sich besser zu verstehen. Gehirnforschung hat in letzter Zeit immer wieder herausbekommen, wie es kommt, dass wir so Eigenartiges denken, kann sie auch einen Beitrag leisten, dass wir uns dagegen stemmen, dass wir uns tatsächlich besser verstehen. Und warum ist das heute gerade wichtig? Erinnern wir uns, so vor 250 Jahren haben die Menschen heftig über sich nachgedacht, haben sich überlegt, muss das alles so sein? Lassen wir uns einfach alles so sagen? Naja, und der Philosoph Immanuel Kant kommt dann eben drauf, es geht bei der Aufklärung darum, dass man selber denkt, dass man auch selber tut und sich selber legitimiert. Das hat dann Napoleon endgültig klar gemacht, indem er sich selbst die Kaiserkrone aufgesetzt hat. Hat er nicht den Papst machen lassen, er hat das gemacht, hat sich selbst legitimiert. Sind wir heute fertig mit dem ganzen Prozess? Nun? Könnte man meinen. Es gab aber schon damals Gegenströmungen. Sie wissen, Schiller und Goethe, die haben das Genie herausgestellt. Dann kam die Romantik mit allen möglichen romantischen Ideen, die nicht so knallhart und vernunftorientiert waren. Das heißt, es gab auch wieder die Gegenströmung. Wir haben auch wieder versucht, es anders zu machen und nicht die Rationalität nur herrschen zu lassen. Vielleicht eine der wichtigsten Gegenströmungen, wenn man so will, kam von einer Gegend, wo man sie gar nicht vermutet hat. Das kann man aber in der Rückschau sagen. Und das hat ein Theologe der Harvard University vor gut 10 Jahren schon mal sehr klar und deutlich gesagt. Der hat gesagt, vor 200 Jahren haben wir die Systemstelle Gott durch Gottes Beweis im Grunde genommen nicht mehr zugelassen, denn man hat nachgewiesen, man kann Gott weder beweisen noch ihn nicht beweisen. Man kann einfach gar nichts dazu sagen. Ja? Nun, der Harvard-Theologe hat gesagt, er kam ganz witzigerweise drauf. Seine Freunde sagten, pass mal auf, lies doch mal was Gescheites. Beschäftig dich doch mal mit der realen Welt. Und dann hat er Ökonomieliteratur gelesen. Und dann schreibt er irgendwann mal zusammen, was ihm aufgefallen ist. Und der Überschrift dieses Artikels hieß The Market as God, das heißt der Markt als Gott. Denn der Markt fiel ihm vor 10 Jahren auf. Der weiß alles. Der regelt alles. Der hat die unsichtbare Hand, Adam Smith, und greift in alles richtig ein. Der Markt hat auch Propheten, die sagen, der Markt macht das alles schon richtig, ihr müsst auf den hören. Hört nicht auf euch, sondern verlasst euch auf den.
Der Markt kreiert auch unmessbar viel Reichtum, so wie das ja in der Messe auch passiert. Ja, da wird ganz banales Brot in den unmessbar wertvollen Leib Gottes verwandelt. Und an den Kapitalmärkten, da wird Geld in unmessbar viel anderes Geld verwandelt. Beides versteht man nicht. Dazu gibt es ein schönes Wort des frühchristlichen Theologen Tertullian. Das habe ich mal rausgesucht. Und das sieht man hier. Credo quia absurdum est. Ich glaube es, gerade weil es widersinnig ist. Also ich verstehe es nicht und deswegen kann ich gar nicht anders. Ich muss es einfach glauben. Ja? Wie gesagt, das hat der Herr Tertullian 150 bis 200 nach Christus, also schon vor ziemlich langer Zeit gesagt. Und wer glaubt, dass wir heute nicht mehr so denken, nochmal, der sei an die Rechtfertigung unglaublicher finanzieller Transaktionen bis etwa zur Mitte des Jahres 2008 erinnert. Die wurden gerechtfertigt damit, dass keiner versteht, wie es funktioniert. Aber es funktioniert und es schafft unermesslichen Reichtum. Der Markt als Gott, ja, weiß alles, kann alles, macht alles, hat Propheten und schafft tolle Sachen. Ja. Nun, was wissen wir seit Herbst 2008? Der auch nicht. Gott nicht, das wissen wir seit 200 Jahren. Seit nicht so langer Zeit wissen wir, der Markt auch nicht. Obgleich der genau die gleiche Systemstelle hatte. Was brauchen wir also deswegen? Aufklärung. Ich habe die Sendung deswegen Aufklärung 2.0 genannt. Denn wir sind ja heute ein bisschen weiter. Wir verstehen, ich hätte beinahe gesagt, Gott und die Welt besser. Beim Gott bin ich mir nicht sicher, bei der Welt auf jeden Fall. Und zur Welt gehören wir auch. Uns verstehen wir heute viel besser als vor 200 Jahren. Und das nicht zuletzt dank der Gehirnforschung. Die Gehirnforschung hat gerade in den letzten 5 Jahren und aufmerksame Seher dieser Sendung, die Zuschauer werden schon viele Beispiele, ich werde gleich an ein paar erinnern, aufzählen können, wo Neurowissenschaft Phänomene in den Blick genommen hat, die wir ja bislang eigentlich nur im Bereich der Selbsterkenntnis durch vielleicht pure Reflexion in diesem Bereich betrachtet haben. Ich sage nicht, um das auch ganz klar zu sagen, dass Gehirnforschung die Philosophie ersetzt. Das wäre vollkommener Unsinn. Man kann philosophische Fragen nicht durch die Gehirnforschung lösen. Man kann aber mittels der Gehirnforschung Fragen anders nochmal stellen. Man kann bestimmte Fragen tatsächlich beantworten und man kann Effekte von bestimmten Randbedingungen untersuchen und dann überlegen, wie setzen wir Randbedingungen so, dass unsere Existenz besser gelingt. All das kann man, das geht besser mit Gehirnforschung als mit Ideologien, Meinungen und mit vielleicht sogar mit Philosophie. Weil dann immer auch gleich einer kommt und alles wieder anzweifelt und dann Weltsichten aufeinanderprallen und man gar nicht weiß, ja, was soll man denn eigentlich als Urgrund haben. Und natürlich sagt uns die Philosophie, der Urgrund ist letztlich unsere Gemeinschaft, die ist unhintergehbar. Das haben Philosophen gerade in den letzten Jahrzehnten sehr schön herausgearbeitet. Auch das Miteinanderreden ist unhintergehbar, das Denken ist unhintergehbar. Aber hier kommt schon wieder sozusagen die empirische Naturwissenschaft rein. Ja, was passiert denn im Kopf beim Denken? Welche Randbedingungen sind denn so, dass Gemeinschaft funktioniert? Und welche sind so, dass Gemeinschaft nicht so gut funktioniert? Hier kann Gehirnforschung tatsächlich helfen. Schauen wir uns mal ein paar Bereiche an. Vertrauen. Gerade das in der Krise ist es weg. Vertrauen hat eine ganz eigenartige Eigenschaft. Ökonomen wundern sich immer darüber, dass es sowas überhaupt gibt. Denn normalerweise, wenn sie ein Gut ökonomisch betrachten, wenn sie es verbrauchen oder wenn sie es ausgeben, dann ist es weg. Mit Vertrauen ist das anders. Und es gibt eine andere Sache, mit der ist das genau wie mit Vertrauen, nämlich Bildung. Bildung und Vertrauen haben eine Sache gemeinsam. Je mehr sie die anwenden, gebrauchen, desto mehr haben sie davon. Also das wird durch den Gebrauch nicht weniger, es wird mehr. Vertrauen entsteht dadurch, dass man vertraut. Das ist ganz einfach. Wie das genau passiert, das ist mittlerweile durch Neurowissenschaft ziemlich gut aufgedeckt. Vertrauen entsteht dadurch, dass wir bessere Vorhersagen machen können, dass wir genauer andere Menschen besser vorhersagen können, nach dem Motto, wenn der zuverlässig ist, dann kann ich ihm vertrauen. Und wenn ich ihm vertrauen kann und er auch wirklich zuverlässig ist, dann kann ich mein Verhalten besser planen, dann habe ich weniger Stress, dann geht es mir besser, dann sind auch wirtschaftlich betrachtet die Transaktionskosten ganz gering.
Ja? Wenn keiner da ist, der betrügt und keiner da ist, der stiehlt, dann brauche ich im Laden gar keinen haben, der kassiert und keinen Aufpasser. Jeder nimmt sich aus dem Regal und legt Geld hin. Dann bräuchte ich im Grunde überhaupt, hätte ich gar keine Kosten, außer vielleicht der Raummiete, um meinen Laden zu betreiben. Dass sowas funktioniert, das zeigen Wandererhütten in Norwegen, wo tatsächlich Läden sind, wo keiner ist und jeder nimmt sich was und legt das Geld hin und es funktioniert. Weil da ein unglaublich großes Ausmaß an Vertrauen herrscht. Wenn man kein Vertrauen hat, braucht man viele Aufpasser und dann kostet alles ganz viel Geld bis hin dazu, dass wenn gar kein Vertrauen da ist, Wirtschaften letztlich gar nicht mehr geht. Und nochmal, wie Vertrauen entsteht, dazu hat die Hirnforschung schon wesentliche Beiträge geleistet. Betrachten wir was anderes. Frei gleich fair, so soll es zugehen. Menschen haben ein Bedürfnis nach Freiheit. Menschen haben ein Bedürfnis nach Gleichheit. Sie zahlen sogar dafür. Auch das haben wir in einer früheren Sendung schon uns mal genau angeschaut. Und die Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Fairness. Auch darüber haben wir in mehreren Sendungen schon gesprochen. Diese Bedürfnisse lassen sich auch im Gehirn verorten. Wir stellen nur fest, wenn wir alle drei gleichzeitig denken, dass die widerständig sind. Die passen irgendwie nicht zusammen. Denn wenn wir alle gleich sein wollen, aber es nicht sind, und wir sind nicht mal, und wir sind nun mal nicht gleich, ja, dann geht es irgendwann unfair zu, weil dem einen geht es besser als dem anderen. Wir wollen aber den einen nicht zwingen und so weiter. Das heißt, wir wollen auch Freiheit. Wenn wir also versuchen, ein System zu basteln, wo Freiheit, wo Gleichheit und Gerechtigkeit oder Fairness zusammen vorkommen, dann knirscht das immer. Und wie wir das System gestalten, damit es am wenigsten knirscht und wir uns am wohlsten fühlen, das ist gar nicht so einfach. Aber nochmal, die Gehirnforschung kann hier Beiträge leisten und Beispiele dazu haben wir schon gesehen. Verschiedenheit, die Kehrseite der Medaille. Menschen sind verschieden und haben unterschiedliche Begabungen. Die Frage schlicht ist, wie gehen wir mit dieser Verschiedenheit um? Wie gestalten wir die Randbedingungen, dass wir der Verschiedenheit einerseits gerecht werden, aber dass andererseits eben auch nicht, ja, das Ganze umschlägt in Willkür, in Beherrschung, die nicht sein soll. Wie kriegen wir das hin? Dass wir noch nicht gut sind, das sehen wir an so ein paar ganz drastischen Verschiedenheiten. Es gibt Menschen verschiedenen Alters und verschiedenen Geschlechts und wir behandeln die nach wie vor keineswegs so, dass es für alle am besten ist. Gerade die Unterdrückung der Frau in den letzten Jahrzehnten, das wurde besser, aber es ist immer noch nicht optimal in dieser Gesellschaft. Die Schweden sind ein bisschen weiter, die meisten westlichen Gesellschaften sind noch nicht mal so weit wie wir. Wir haben das noch nicht im Griff. Und wie wir gerade über Altern diskutieren, auch darüber haben wir schon neurowissenschaftlich gesprochen, zeigt, dass wir noch nicht sozusagen heraus haben, wie wir jeden gemäß seinen Stärken optimal seinen Platz in der Gesellschaft finden lassen. Wir brauchen dem gar nicht zuzuweisen. Das macht er schon, wenn wir dafür sorgen, dass er auch einen Platz hat. Glück. Natürlich können Sie Glück im Gehirn verorten und Sie können damit auch feststellen, nicht nur, wo es leuchtet, wenn einer glücklich ist, das ist nicht wichtig. Nein, wichtig ist, was passiert denn, wenn Glück im Kopf passiert? Und da merken wir zum Beispiel Folgendes, auch darüber gab es ja schon mal mindestens eine Sendung. Glück im Kopf ist gar nicht für Glück da. Glück im Kopf ist dafür da, dass wir was lernen, dass wir weiterkommen, dass wir den Prozess weiterbringen. Welchen? Der Aufklärung letztlich. Denn Erkenntnis ist hoffentlich immer auch Selbsterkenntnis. Gehirnforschung ist immer auch Erforschung unserer selbst und wir kommen hoffentlich weiter. Ist das jetzt wieder so ein Beispiel für die anmaßende Erkenntnishoheit der Biowissenschaften? Nein, ich glaube nicht. Fragen Sie mal Ihren Klempner, wenn Ihr Rohr verstopft ist. Der hat dann auch die Erkenntnishoheit über Ihr verstopftes Rohr. Warum? Weil er sich damit auskennt. Über Denken, Empfinden, Gemeinschaft, Hintergründe und Randbedingungen kennt sich die Gehirnforschung immer besser aus. Und ich glaube, gerade angesichts von Schwierigkeiten, Problemen und Krisen ist es wichtig, dass wir Aufklärung 2.0 betreiben und dafür auch die Gehirnforschung zu Rate ziehen.